Zuvor bei Nerdkalypse. Hallo Internet. Hallo Internet. Hallo Internet. Hallo Internet. Hallo Internet. Hier ist wieder Bacon-Sack für euch und willkommen zu meinem wöchentlichen Mittwochabigenden. Ist das ein richtiges Wort? Wenn nicht, habe ich es gerade erfunden. Livestream. Alter! Wow! Steroide! Galopolis! Kalnachan! Mein Kalnachan! Oh, ich bin so ein süßer. Oh, ich bin so ein süßer Sith Lord. Ich bin Kalnachan! Okay, Endlich jetzt. Wow! Fuck you! Nicht Clayton! Wer auch immer. Ja! It's okay. Wer auch immer. Ihre Brüste stechen mir die Augen aus. Ah, ich bin blind! Halt die Fresse, ja, ist okay. It fucking hurts! Fuck! Was ist das? Ach du Scheiße! Die hat eine Kettensäge! Oh fucking hell. Zieh doch das Ding da raus. Fuck. Alter! Das war Hylianisch. Nothing to do hier. Wir reden über Schmuggelware. Ich gehe mal wieder. Es war einst in einem fernen Land. Seit Anbeginn der Zeit wacht der mächtige Dekobaum über die Kinder des Waldes. Und ja, ich werde das tun. Ich werde jeden Charakter vorlesen, jede Textbox. Hallo und willkommen beim lustigen Maskenhändler. Wir handeln mit Masken, die allen Leuten Freude bringen. Wärst du nicht auch? Du gern ein Bote der Freude? Pass auf, ich leihe dir eine Maske. Du verkaufst sie und gibst mir dann das Geld. Ich verleihe dir mit meiner Macht eine neue Schwerttechnik. Sei bereit. Seht euch ihre Brüste an! Sie kann euch mit ihren Möpsen die Augen ausstechen! Ah, meine Augen! Liebe mich! So sieht das halt einfach aus. Ach, gut, ich versuche jetzt zurückzuhalten, Entschuldigung. Pizzali, Obi, Obi, Wabua, Wabua. Ich komme! Da war's gerade, Leute. Das ist die beste Aussage im gesamten Spiel. Ich komme! Und ich kann euch versprechen, alle, die wird das noch öfter sagen. Ich komme! Ich komme! Das sagt er auch immer, wenn er mit Jasmin alleine ist. Genau in dem Tonfall. Ich komme! Oh, Full Level. Oh, Kali, guck mal hier. Doch seit dieser seltsame Fremdling namens Hermondorf mit Reich besucht hat, benimmt sich Lord Yaboyabo etwas sonderbar. Sag ich doch. Au. Oh.
Na! Ich hatte doch schon die Halbheuschen in der Hand und sie hochgeworfen. Sackgasse. Danke für dieses Hinweisschild. Aber ich glaube dir nicht. Bam! Okay, ich hab mich getroffen. Dann halt so. Und so. Das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Was ist denn hier los? Wie geht denn das? Also. Meine Fresse. Haben wir hier eine schöne Angelroute. Also, wir sollten ja eigentlich die Welt retten, Ganondorfs Pläne vereiteln. Aber drauf geschissen, wir gehen erstmal schön ein bisschen angeln, ne? Angeln ist schön, angeln beruhigt. Fuck the police. Ruhig, Sebastian. Sie sehen nicht aus wie welche von denen. Ich hab's schon mal gesagt und ich sag's immer wieder. Ariel ist verdammt heiß. So heiß wie eine Comicfigur sein kann. Aber Ariel ist heiß. Unter dem Meer, unter dem Meer, da 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 unter dem Meer. Ach, jetzt kommt die fucking Eule. Juhu, sei willkommen! Bist du bereit, Bacon? Es scheint, dass du nun die Zeit gekommen ist, da dein Abenteuer beginnen soll. Und das ist so ein verficktes Trolling von Nintendo, ne? Die machen es extra so, dass der Cursor auf Nein zuerst steht, damit man in Gedanken ist und erstmal direkt sagt, ja, klick weiter und dann... Nein. Und dann erzählt er euch die ganze Scheiße noch einmal. Wir haben es aber verstanden. Nicht mit uns. Wir sind nicht von gestern. Wir wissen, dass das jetzt ein Trick ist. Ja, ich habe alles verstanden. Labber mich nicht weiter voll. Hey. Du verfickte Eule. Der hat schon wieder auf uns gewartet, der Sack, ne? Oh, for fuck's sake. Nein, da ist die Eule wieder. Es sieht aus, als wärst du... erfahrener und kräftiger geworden, Bacon. Wow, das ist eine nette Art und Weise, mir zu sagen, dass ich zu fett bin. Du bist erfahrener und kräftiger. Du isst gut, nicht wahr? Du magst Nachtisch. Ja, ich sehe es. Assi. Das Auto von dessen Vater stiehlt. Ich will es zusammen blau machen und... Was zur Hölle? Warum ist diese verfickte Eule wieder da? Schuhu? Schuhu? Das kann doch nicht wahr sein. Der hat mich doch gerade schon voll gelabert. Sprich mich nicht an. Sprich mich ja nicht. Halt deine Fresse. Weißt du, das sind solche Assis, ne? Alter! Das ist doch nicht wahr! Genau, zu meiner Rechten gibt es dann die Wüste und fick dich. Ich seh dich jetzt schon! Fick dich! Fick dich! Lass mich in Ruhe! Geh nach Hause! Ich will nichts von dir! Bacon! Ich hab dich erwartet! Wohin werden dich deine Schritte als nächstes lenken? Schuhu! Der Assi wartet doch schon wieder auf mich, der lässt mich nicht in Ruhe!